Ich bin jetzt ja sozusagen der Chef, David, weil ich habe das Mikrofon in der Hand und das ist wir und heute Nummer 39, wie immer mit dem Gastgeber. David Schraven aus der Wildnis in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Ich habe vergessen, wie das hier heißt. Das ist lustig, weil ich auch in Rheinland-Pfalz bin. Ich bin in Frankenthal, in der Nähe von Ludwigshafen, also nahe zum Kanzler. Es sind 6,5 Kilometer nach Oggersheim. Ja, aber ich bin noch auf Nordrhein-Westfalen. Die Grenze ist da hinten irgendwo. Aber da ist, keine Ahnung. Eifel. Ich glaube Eifel. Sieht super schön aus, dünne Luft. Wir haben, Oder Schneifel. Schneifel kann auch das ist sein. die Schneeeifel, glaube ich. Man hatte damals diese vielen Vokale nicht zusammenkleben dürfen. Das darf man mittlerweile. Das sind drei E und dann kommt ein I und dann das Fl. Frage mich doch mal, wo ich bin. Wo bist du denn da? Was machst du Ja, da? guck mal, ich bin bei der Bundesjugendkonferenz der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Die tagen alle 4 Jahre, wir reden über ihre Belange und so weiter. Was hier ganz toll ist, will ich mal sagen, das geht ans Korrektiv. Die haben hier überall auf die Tische ausgelegt, dieses Buch. Das AfD-Buch von euch, das Aha. finden die so gut. Also ich nehme an, der Bundesjugendsekretär fand das so gut, dass er gesagt hat, alle Delegierten bekommen das mit nach Hause. Und noch eine kleine Kritikrunde sozusagen. Ich habe mit den Kollegen von der Gelben Hand, mach meinen Kumpel nicht angesprochen. Das sind die, glaube ich, Ja. ältesten Antirassisten hier in Deutschland. Und die haben auch gesagt, wow, gutes Werk. So, jetzt du, Danke, das freut mich. werd rot. Vorab wollen wir reden. Wir haben keine Jingles, ich habe kein Blaulicht. Ich weiß auch nicht, wie unsere Jingles gehen, sonst könnte ich sie einsingen. Ja, so, ich habe es auch für den Korrektiv Ruhr im Ferienmodus. Wir sind auf den Alpen der Schneifel. Und ich fange mal einfach an, was mich so bewegt hat. Ich vermute auch mal, dass der Ton ganz beschissen ist Ist und dass windig man hier gerade, auch, aber geht. ja, das ist Wir windig machen hier, kurz, wir ist machen kurz, wir sind Schneeäpfel. im Ferienmodus. Die Schneestürme kommen gleich wieder rübergezogen hier in den Westen aus nach Nordrhein-Westfalen. Aber ich habe ein paar Sachen, die mich bewegt haben diese Woche. Ne? Das erste hat direkt mit deiner IGBCE zu tun, das Oh. ist Norbert Römer. Hast du mitgekriegt, dass Norbert Römer Bleibt. weiterhin Chef bleibt? Ich habe das mitbekommen, ich kommentiere das nicht, weil ich da so involviert bin. Also ich habe ihn nicht gewählt oder so, aber ich kenne die Familie. Weil du gerade bei der IGBCE sitzt, kommentierst du da Nein. lieber Nein, ich sag dir mal nicht. was, Norbert Römer bleibt Fraktionschef. Ich sag dir mal was. Ich habe hier mit ein paar Leuten gesprochen, teilweise auch aus dem Hauptvorstand in Hannover. Und man hat dann nochmal zurückgeblickt auf die Wahl, hat jetzt nicht über Norbert Römer geredet, sondern hat gesagt, diese Beratungsresistenz kann man es gar nicht nennen, sondern diese Unlust daran, sich von außerhalb Anregungen geben zu lassen, sei in Hannover bei der IG Bergbau sehr aufgefallen, IG Bergbau Chemie und Energie sehr aufgefallen. Das sind eigentlich die natürlichen Verbündeten der SPD. Ja, aber ich finde das halt so krass, weißt du, normalerweise müsste man doch als Römer auch merken, hör mal, nee. Aber du bist jetzt altersdiskriminierend, David. Nein, nicht altersdiskriminierend, sondern ich meine, weißt du, die SPD in NRW sagt, wir machen einen neuen Aufbruch und womit machen sie denn? Mit Groschek, den ich wie gesagt sehr in Ordnung finde, und Norbert Römer, der jetzt auch nicht der Schlechteste unter der Sonne ist, aber ey, das ist doch kein Aufbruch. Nein. Naja, das war das Erste, was mir Nein, ist es aufgefallen nicht, ist. kann man ruhig sagen. Kann man ruhig sagen. Da passieren aber auf einmal so komische Rechnungen. Man rechnet dem Norbert Römer zu, dem Marc Hertha, weil er auch aus dem Chemiebereich kommt. Und man rechnet ihm die Nadja Lüders zu, weil sie aus Westfalen kommt. Und ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist Nadja Lüders kein Norbert-Römer-Kind. Also als Nadja den Ärger mit der NSU-Untersuchungsausschussgeschichte hatte, die natürlich vom Korrektiv auch, guck mal, jetzt wird hier gegongt, weil die Pause vorbei ist. Also diese Korrektivgeschichte, Nadja Lüders hatte einen führenden Nazi als Mandant und hat es irgendwie vergessen, dem Landtag Das war kein mitzuteilen. führender Nazi, das war ein Nazi, der drei Polizisten Du umgebracht hast hat. recht. Also, Ja. das hatte sie damals vergessen, irgendwie so mitzuteilen. Du lachst nicht, das sind alles Leute, die ich gut kenne. Ich weiß, wo die wohnt. Ja. So, also nicht die Nazis, sondern die anderen. Und dann musste sie ja zurücktreten, was ja auch richtig ist, im NSU-Untersuchungsausschuss. Und glaube nicht, dass die Fraktionsführung sensibel, einfühlsam, lange und zeitnah mit ihr über dieses Thema geredet hat. Also ist, glaube ich, auch innerhalb der Fraktion da ein bisschen erstmal, ich will da keine Interna. Ich sage es Ja, nur.
Weiter, weiter. Vorab habe ich was. Wir haben ja immer so einen kleinen Vorabteil. Ja. Alkoholverbot in Duisburg. Ich habe das in Herne schon mal gesagt. Wenn ihr das macht mit dem Alkoholverbot in der Innenstadt, dann nehmt ihr den Leuten die Chance, sich die Stadt schön zu saufen. Das würde ich mir überlegen. In Duisburg auch. Ja, ist doch so da. Entschuldige bitte mal. Und das Irre daran ist, wir sind hier gerade in, wo sind wir? Frankenthal. Da ist das Strohhutfest. Da kommen 250.000 Menschen in diesen 4 Tagen zusammen, um sich den Arsch abzusaufen. Und das darf natürlich stattfinden. Leute, das funktioniert nicht. Stadt ist für mich eine andere Definition. Das muss man einfach hinnehmen. Es hat früher genervt, wenn da Punks rumrannten, die, hast du mal eine Mark gesagt haben. Es hat genervt, wenn Skateboarder da skateten. Und jetzt nervt es, wenn Leute Alkohol trinken. Ja, Wir haben ich gerade finde, überlegt. ich habe da, Du hast ich Erfahrungen habe in da, Bottrop. Du bist ein bisschen angesäuert, genau. ja, genau, ich bin, also ich habe Erfahrungen aus Bottrop gesammelt jetzt. Da gibt es eine, also ich habe dann die erste No-Go-Zone gefunden. Ich bin da persönlich durchgelaufen. Okay. Und zwar, im Hintergrund sind jetzt Holländer. Holländer laufen durchs Bild. Also eine absolute Ghost Zone, Zone, Ghost Zone, Ich hab in Bottrop eine No-Go-Area gefunden. Ich bin da zufällig durchgelaufen. Und zwar am ZOB, zentralen Omnibusbahnhof. Direkt daneben ist der Berliner Platz, eigentlich so der Herzplatz der Stadt. Und da laufe ich mit meinem Jungen her und dann sitzen da so zwei Typen und hauen sich so dermaßen in die Fresse. Und der eine kann sich nicht mehr halten, der hält sich dann den Kopf fest, dann kommt der Scheiße. andere von vorne, sieht die Lücke und haut dem von unten genau ins Gesicht. Und drumherum ein Haufen besoffene Junkies, Penner, was man so kennt, und kümmern sich nicht. Und dann schreie ich da rum und versuche die da auseinander zu brüllen. Aber das hilft natürlich auch nichts. Und unfassbar. Dann habe ich die Polizei geholt, die sagt so: Ah ja, Berliner Platz, Berliner Platz. Passiert nichts. Nächsten Tag komme ich dahin, da hauen da sich schon wieder ein paar Leute fröhlich in die Fresse. Junkies brüllen durch die Stadt, singen so: All Cops are Bastard. Unfassbar. Und das sind nicht einfach nur so ein paar Leute, die sich ein paar Bier trinken oder auch ein paar Alkoholiker, die sich ein paar Bier trinken und danach keinen Ärger machen. Das sind Junkies aus der ganzen Gegend. Und ich finde, das kann nicht wahr sein. Man muss auch dagegen was machen. Ne? Also man hat Ein immer. Kumpel von mir sagt immer, Parkwächter braucht man. Ne? Vielleicht braucht man tatsächlich so ein paar Parkwächter. Also in Recklinghausen gibt es das auch am Bahnhof, eine geduldete Zone, wo Leute Stoffe konsumieren. Und die haben sich selbst auch separiert. Hinten sind die Junkies und etwas weiter vorne sind die Trinker. Nicht sehr angenehm, wenn du da so einen Nebenweg benutzen willst, aber jeder weiß das, dass die da. Was willst du machen mit den Leuten? Wegsperren, wegschicken? Die sind abhängig. Die sind Ja, abhängig. aber ich würde die auf jeden Fall schon mal aus dem zentralen Platz der Stadt rausschmeißen. Okay. Dann sollen die sich woanders hinsetzen, aber Okay. nicht, finde ich, geht nicht. Und in Bottrop finde ich das extrem unangenehm. Wir hatten hier Und eine, das. ach so, David, wir hatten hier eine andere Idee, die passt so überhaupt nicht zu dem, was du gerade sagst. Wir wollten eine Tafel für Alkoholika mit A am Ende, dass die Menschen, die abhängig sind, dann so wie sonst Wurst, Gemüse, Obst, dann da so Schnaps, Bier und Wein nehmen können. Ich fand das ja auch in Essen gar nicht so doof, wo die gesagt Genau. haben, hier, du kannst hier, was weiß ich, du gehst eine Runde fegen, kriegst ein paar Bier. Ja. Ist ja in Ordnung. Oder du kannst auch diese Trinkerräume machen, wie sie in Dortmund hatten, Ja. fand ich auch nicht so doof. Ne? Gut. Aber du kannst nicht einfach sagen, so hier ist ein Platz mitten in der Stadt und den verwüstet mal. Weißt du denn, hast du da Kinder, Jugendliche? Ich habe da 14-jährige Mädchen gesehen, die da mitgesoffen haben. Das geht nicht. Ne? Schnaps, Wodka. Ne? Also, Pass nein. auf, lass uns mit Berücksichtigung der Qualität dieser Bild- und Tonaufnahme durchhecheln. Ja, komm, ich hab eine 1, 2, 3, du hast eine 1, 2, 3. Fangen wir mit deiner 3 an. 3 ganz kurz, rechte Straftaten in NRW, die sind. Hi, Das ist hey, mein das ist Sohn. unser, Der einer der vielen Simons, ein guter, ein echt guter Junge. Rechte Straftaten in NRW, die sind angestiegen insgesamt, aber rückläufig in Dortmund. Und das finde ich interessant. Ich habe ja mal, wir haben mal beim Geieramt den Polizeipräsidenten von Dortmund nominiert für seine Unfähigkeit oder sogar ausgezeichnet mit dem Pannekoppon für seine Unfähigkeit, rechte Straftaten zu bekämpfen. Jetzt gehen die zurück. Ich glaube, der macht da eine gute Politik. Ja, denkbar. Aber ich fand das spannend, dass Köln so stark geworden, also Genau. so viele Zahlen hat. Ich Köln glaube, ist, das ich kann habe auch sie hier einfach. liegen, von 291 auf 455. Das ist ein ziemlich harter Anstieg. Ja, das 300 auf kann aber daran 450. liegen, dass die eine große Demo hatten, weißt du, diese Ah, Hool-Demo. okay. Vielleicht, wer weiß das schon. Ne? Okay, deine, deine. Ich habe Manchester, guck mal, die haben jetzt erzählt, dieser Anschlag in Manchester, dieses grauenhafte Ding, wäre halt das erste Mal gewesen, dass der IS gegen Kinder vorgegangen wäre, ne? Versucht hätte, Kinder zu töten.
Ich finde das total hart, weil diese Strategie gegen Kinder zu Terror auszuüben, über den Mord an Kinder Terror auszuüben, das scheint so ein Gesetzesding zu sein. Der Breivik, der Ja. NS, dieser In rechtsradikale Norwegen. Terrorist in Norwegen, hat Kinder getötet, Dutzende. Dann diese Nazis, mit denen ich mal zu tun hatte, die haben halt die Strategie überlegt, dass es vielleicht klug wäre, nicht Ausländer zu töten, die einen Gemüseladen führen, so NSU-mäßig, sondern die Kinder der Ausländer zu töten. Und überall siehst du immer wieder angesteckte Kinderwagen. Also ich finde das, boah, macht mir echt Sorgen. Ich fand das ganz schön scheiße. Also Das dieser war, Anschlag da in ja. Manchester, das war richtig, richtig Aber da ist böse, ja kein Schluss, keine Schlussfolgerung, keine Idee, ne, sondern einfach nur. ne. Nö, finde ich einfach Ja, nur ich ganz auch. schlimm. Und ich, nicht, dass der IS damit angefangen hat. Ich finde das schlimm, dass der IS das auch macht. Aber ich finde das schlimm, dass alle irgendwie meinen, das wäre eine Bombenidee, Terror auszuüben über Kinder. Ne? Das haben wir. Ja, so, ja. Sagen wir mal einfach nur Ja. ja, sagt. Meine zwei, Wahlbeteiligung in NRW. Haben wir schon mal drüber geredet? Wahlbeteiligung, schlechtester Wahlbezirk 41%, bester Wahlbezirk 92%, bester Wahlbezirk gut situierte reiche Leute, schlechtester Wahlbezirk arme Leute. Das Ist doch ist so eine Art scheiße. Zwei-Klassen-Wahlrecht aus Preußen. Aber freiwillig dann, ne? So, ja, stimmt, du Ja, hast recht. freiwillig. Ihr habt Nein, das das auch ist so ein bisschen. aufgelistet, ne? Ihr habt so eine Liste bei der meinem Korrektiv, wo man nachgucken kann, wie die einzelnen Stimmbezirke ausgesehen haben oder Wahlkreise, ne? Absolut, haben wir gemacht. Und ich fand das, ja, gibt mir auch zu bedenken. Ich habe sowieso, ich habe, glaube ich, gerade eine ziemlich depressive Woche. Nein, du sitzt doch. Hallo, du bist fast in Rheinland-Pfalz. Hast Holländer um Ja. dich, Kinder. Ich bin hier und gehe angeln, um meine Seele wieder in Ausgleich zu Gut. bringen. Ne? Aber ich hatte so eine schlimme Woche. Wir haben mit dieser türkischen Ausgabe Özgürüz viele, viele Probleme, ne? Weil halt einfach schlimm ist, wenn die Kollegen so aus der Heimat gerissen sind und mit Deutschland nicht klarkommen, mit deutschen Verhältnissen nicht klarkommen. Wenn man aber irgendwie damit klarkommen muss und ach, alles ganz, ganz grauenhaft, ey. Sehr deprimierend. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann tröste ich. Ich bringe dir was mit aus Macht. Frankenthal. Du hast eine 2, hast du eine 2? Oder hatten Ich wir habe eine dann? zwei. Ich habe zwei. Ich habe eine zwei. Und zwar geht das auch nochmal um NRW, um die Wahlen. Und zwar hat die AfD so rumkrakeelt und rumgeknatscht, so, ey, die haben betrogen, ganz Ja. großer Beschiss. Es gab Die haben. einen, Entschuldigung, es gab einen Stimmbezirk, wo die AfD genullt war und sie hat 2000 Stimmen geholt, ne? Ein Nee, Beispiel so war das übrigens. nicht ganz, Ah, sondern okay. das waren so, weiß ich nicht, 40, 50 Wahlstimmbezirke, wo die AfD halt nicht die Stimmen gekriegt hat, die sie eigentlich gekriegt hat. Da haben sie sich vertan. So, und dann so, ah, Betrug, Betrug, ne, wir werden alle beschissen. Wir haben das jetzt mal jenseits des Betruges mal alles versucht aufzurollen. Fakt ist, das sind 15.000 Stimmbezirke, in NRW über 15.000. Da passiert immer irgendein Scheiß. Da sind alles nur Menschen, die da irgendwas machen. Deswegen heißt das erste Wahlergebnis vorläufiges Wahlergebnis. Nicht endgültiges, vorläufiges. Das heißt, da wird nochmal geguckt, was stimmt da, was stimmt nicht, wo Probleme sind, wird nachgezählt und dann gibt es das endgültige Wahlergebnis. Das ist also das Normalste von der Welt. Und das war früher so, das war bei allen vorangegangenen Wahlen so, da es Probleme gab, wo irgendwas nicht stimmte oder falsch war, dann haben die nachgezählt und dann sagen die endgültiges Wahlergebnis. Und bei der AfD, da war das jetzt so, dass da glatte 2000 Stimmen falsch gezählt waren. 2000 Stimmen, das ist bei 8 Millionen so, alter Schwede. Ne? Okay. Und das kommt halt nachher raus, weil die Leute nachzählen zum endgültigen Endergebnis. Und das ist eine Medienkritik, die auch mich und uns von Korrektiv und alle anderen mit einbezieht. Man fällt halt ganz schnell auf so eine Erzählstruktur rein. Man sagt halt so, über 20 Wahlbezirke, AfD falsch gezählt. Und ja, dann strömt man drauf ein, aber man verliert die Relation. Man sagt nicht so, okay, was heißt das denn im Verhältnis im Vergleich zu anderen? Und das führt dazu, dass die Leute der Demokratie gegenüber misstrauisch werden, weil sie nicht den Unterschied begriffen haben zwischen vorläufigem Wahlergebnis und endgültigem David, Endergebnis. man kann das sogar noch mal anders drehen. Man kann sagen, ja, die Leute haben sich korrigiert. Also die, Ja, die den aber Fehler wem? gemacht haben, haben sich korrigiert. Das ist ja Und gut.
Und dann sagten hier diese AfD-Vögel, ne, so, ja, wo ist denn hier der Unterschied zu Russland und der Türkei? Ne, der Westen bescheißt auch. War ein Quatsch. Bei uns wird das korrigiert, dem Eben. wird nachgegangen, dann wird gesagt, wir machen Endgültiges, dann stimmt das. Bei den anderen wird erschossen, nach Sibirien deportiert. So, lassen wir so Das, das stehen. Lassen wir so stehen. Damit ich möchte zum Ende kommen. ja. Ich habe Post bekommen, ne? Das weißt du. Ich habe es dir gesagt. Ich bin Dienstag abgereist hier nach Frankenthal. Da lag noch Post bei mir im Briefkasten. Ich, der arme, unschuldige Kabarettist, der Geschichten erzählt, die erstmal als Geschichte stimmen müssen und nicht immer bei den Fakten stimmen müssen, wurde angeklagt wegen der Tätigkeit für das Korrektiv-Podcast. Ich bin hier. Kann man gar nicht so richtig sehen. Licht ist doof, glaube ich, weiß ich nicht. Ich kann es mal vorlesen. Erzähl mal, erzähl mal. Anklageschrift: Mir, dem Angeschuldigten, wird vorgeworfen, in der Zeit bis zum 14.10. in Recklinghausen unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten die Asche eines verstorbenen Menschen weggenommen zu haben. Paragraph 168.1 StGB, Störung der Totenruhe. Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt, bla bla, auf dem Waldhofer Friedhof, dort füllte er in ein mitgebrachtes Behältnis mit den verbrannten Überresten der verstorbenen Elfriede S., also den ausgeschrieben, und des verstorbenen Herbert T., also, und dann habe ich die im Podcast präsentiert. Das kann ja auch jeder sehen. Das war im Oktober abgekratzt. Ich habe da ein ascheähnliches Zeug auf den Tisch gestellt und habe eine schlimme, schlimme Geschichte damit illustriert. Also eigentlich kann ich in Waltrop gar keine Asche dem Gewahrsam entnommen haben, weil die ja angeblich verstreut wird. Und wenn die verstreut wird, müsste ich ja mit dem Mikroskop durch den Rasen pflügen und mit einer Pinzette die Asche aufnehmen. Es ist aber so, dass auf dem Waltrooper Friedhof auf Haufen die Asche abgeschmissen wird, weggeschmissen wird. Also wenn da jemand gegen die Totenruhe, dann nicht ich, sondern die. So, und ja, ich bin sprachlos. Ich habe keine Angst, ich werde demnächst sitzen, das geht bis zu 3 Jahre. Ja, aber ich habe da auch mal nachgeguckt, ne? Danke, Weißt danke. du, das Problem der Staatsanwaltschaft in diesem Falle ist, die müssen den Toten zuordnen. Ja. Also war das Asche, die du hattest von einem Toten, Man weiß oder es. war es dann doch die Asche von einem Ascherhaufen, aus einem Ascheeimer, Weiß man von das, David? einer Weiß. anderen Stadt? Das weiß man nicht und du musst dich nicht belastend Nö. äußern. Und ich zum Beispiel kann sagen, für mich sah das nicht aus wie die Asche aus einem Toten. Kann ja auch gar nicht sein, weil Waltrop hat ja nie so was gemacht. Eben. So, was da war, war, sagen wir, Ofen. Sagen Ja. wir, oder Grill. Grill war das. Ich würde sagen, Grill Ich weiß Süter. es doch nicht. Das war gemahlen dann nochmal. Ich glaube, das war Ja, Grillasche gemahlen. gemahlen. Das war Asche gemahlen vom Grill, würde ich Ja. sagen. Wie gesagt, die lag irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo. Man hat sie mir gegeben. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe nur eine Ja, Geschichte erzählt und die du hast Geschichte. dazu gar nichts sagen, weil das ist Ja. halt eine Sache, die, weißt du, man muss sich nicht selbst belasten. Man muss sich auch nicht selbst entlasten. Und das Ding ist, ich glaube, das war Ich glaube, da ist ein Grill. Referendar dran gewesen, ein eifriger Referendar, eine boshafte Stadtverwaltung, die schlecht gelaunt ist, weil man ihr was gesagt hat, was ihr nicht passen kann, weil sie nämlich Mist gemacht hat. Und jetzt, ja, gut, ich meine, ich würde in den Knast gehen, also für die Wahrheit. Für die Asche in den Knast, für Asche im Knast. Das wäre vielleicht ein guter Titel für diesen Podcast, Nein, ey. es reicht doch, wir Aber machen einfach auf mit Martin demnächst im Knast oder irgendwie sowas. Knacki Kais oder keine Ahnung. Knacki Kais für Asche in den Knast. Ich glaube, weißt du, das ist alles nur ein absurdes Theater, ey. Und anstatt, dass die ihre Fehler da in dieser Stadt einsehen und einfach Das wäre mal ihren gut. Scheiß Ja. nicht mehr machen. Ja. Oder nee, 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 nee. Weißt du, das ist der Grund, warum ich depressiv eigentlich bin und hier vor diesem wunderschönen Gelände meine innere Ruhe Mach wiederfinde. das. Sag mal, geh schön angeln, grüß die Familie, die Jungs, die Frau, was weiß ich, was ihr alles mitgenommen habt, seid ihr im Bus da oder als Kleinfamilie, egal, interessiert niemanden. Ich muss noch was erzählen, ich muss noch was Ja. erzählen. Ich habe Fisch gefangen gestern. Was denn? Untermaßig? Untermaßig ist gar kein Ausdruck, der war so groß. Stichling. Das ist frustrierend. Kämpfst gegen die Depressionen am Wasser mit Fischen und fängst du sowas. Und das Schlimme war, ich habe den nicht mal gefangen, weil er vorne reingebissen hat in den Haken, sondern ich Natürlich habe war. den Haken vorbeigezogen, hat er sich verfangen im Haken. So eine Scheiße. Nicht mal das klappt. Alles klar, ich wünsche was, ne? Schöne Tschüss. Restferien. Tschüss. 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 Und nochmal Grüße an. Hallo.
Mein Name ist David Schraven. Danke, dass ihr euch ein Video von Korrektiv auf unserem YouTube-Kanal angeschaut habt. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.